Alle Zauber in Siedler 4 lassen sich einer von 8 internen Kategorien zuordnen und jedes Volk hat einen Zauber aus jeder Kategorie. Also hat jedes Volk auch einen Nahrungszauber und die für die Römer, Wikinger und Mayas haben wir uns auch schon im Detail angesehen. Aber die trojanische Version ist etwas ganz Besonderes und hebt sich deutlich von ihrer Konkurrenz ab. Wofür die Trojaner ja sonst leider eher nicht bekannt sind. Kann es also sein, dass eine der größten Stärken dieses Volks bisher einfach nicht ausgespielt wurde? Köstlichkeiten, wie sich der trojanische Nahrungszauber nennt, beliefert die Minen im Umkreis direkt mit ihrer Lieblingsnahrung. Euch fällt vielleicht auf, dass ich keine Zahl nenne, und das aus gutem Grund. Wie sich herausstellte, hat dieser Zauber keine Obergrenze, wenn es um die Anzahl der betroffenen Minen geht. Solange sich die Mine in einem Umkreis von 8 Feldern um den Zielort des Zaubers befindet, wird sie beliefert. Gelegentlich wird zwar bei einzelnen Minen der Effekt gezeigt, ohne dass die Nahrung auftaucht, das korrigiert sich aber oft von selbst. Außerdem werden Slots nicht gefüllt, wenn sie schon durch Transportaufträge geblockt sind. Wenn also mal nur 5 Brote statt 8 erscheinen, dann liefern eure Träger schon 3 Brote an diese Mine. Die fehlende Obergrenze macht es für die Trojaner also umso wichtiger, Minen dicht beieinander zu platzieren. Aber wie viele Minen können wir zuverlässig in diesen Radius quetschen? Ich habe einige Konstellationen durchprobiert, aber die Ergebnisse waren abzusehen. Radius ist in Bezug auf Siedler immer irreführend, weil die einzelnen Geländefelder keine Kreise, sondern Sechsecke sind. Es gibt ganze Videos darüber, wieso Sechsecke die Bestecke sind, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Tatsächlich konnte ich zuverlässig bis zu 7 Minen unterbringen, was wesentlich mehr ist, als ich erwartet hatte. Dazu bauen wir eine Mine und setzen 6 weitere um sie herum, so nah wie möglich. Es erfordert unter Umständen etwas Übung, aber es funktioniert sowohl mit Ingame als auch mit im Editor platzierten Minen und auf Metzelkarten sind die Gebirge auch dafür geeignet. Und das Praktische an Sechsecken ist, dass sie unbegrenzt kachelbar sind. Nun hat Köstlichkeiten noch einen weiteren Vorteil gegenüber seinen Gegenstücken. Fruchtbarkeit verbessert nur schon gebaute Getreidefarmen, zumindest in der Theorie, und auch Fischreichtum und Wildreichtum geben nur vorhandenen Fischerhütten und Jagdhütten mehr Arbeit. Köstlichkeiten überspringt diese Gebäude dagegen komplett. Das führt mich zur großen Frage, sind die Trojaner vielleicht besser dran, wenn sie einfach direkt Mana produzieren? Unter HGHG-Bedingungen starten alle Spieler mit 2 Golderz, also könnte man einen großen Tempel rushen. Die Mana-Industrie ist allgemein günstiger als die Nahrungsindustrie, da alle Gebäude billiger sind als ihre Gegenstücke und Wasserwerke komplett wegfallen. Noch dazu kann Mana flexibel eingesetzt werden, die Gefahr einer Überproduktion besteht also auch nicht. Rechnen wir die Sache also durch. Bei 7 Minen kriegen wir bis zu 56 Nahrungsmittel. Köstlichkeiten kosten am Anfang 20 Mana und gehen im Laufe des Spiels auf ganze 80 hoch. Und mit diesem Worst-Case-Szenario rechnen wir auch. Dann haben wir noch die Produktionszeiten trojanischer Fischerhütten, Metzgereien, Bäckereien und Tempel. Bei 80 Mana bezahlen wir 1,43 Mana pro Nahrung. Aus den 4,13 Mana pro Minute von einem Tempel werden also 2,89 Nahrung. Eine Fischerhütte produziert im Idealfall durchschnittlich 1,66 Fische pro Minute, eine Metzgerei 4,92 Fleisch und eine Bäckerei 1,94 Brote. Bei der Metzgerei müssen wir aber bedenken, dass wir hier gut 3-4 Getreidefarmen und 2-3 Gänsezuchten einplanen müssen, allesamt vergleichsweise teure Gebäude und ein ganzes Wasserwerk nur für die Fleischproduktion. Selbst wenn wir von der günstigeren Konstellation bei der Fleischproduktion ausgehen, sind 2 Mana-Produktionen immer noch wesentlich günstiger. Eine Brotproduktion aus 3 Getreidefarmen, einer Mühle, einem Wasserwerk und 2 Bäckereien ist ebenfalls etwas teurer als 2 Mana-Produktionen und bei Mana sind die Trojaner völlig unabhängig von Flüssen. Dann fallen auch noch Transportwege für die fertigen Nahrungsmittel weg und schon benötigen auch potenziell weniger Siedler. Was die nackten Zahlen angeht, kommt die Mana-basierte Lebensmittelproduktion soweit gut weg und das schon bevor wir einbeziehen, dass sie am Anfang nur ein Viertel ihres endgültigen Mana-Bedarfs haben wird. Wir können sie so lange hochskalieren, wie wir Platz haben. Die Masterfrage ist natürlich, ob sich dieser Ansatz auch in der Praxis behaupten kann. Da Fische nur ein Gebäude benötigen und im Idealfall nur Goldminen versorgen müssen, versorgen wir diese ganz normal mit den 2 Angeln, mit denen wir in der HGHG-Runde starten. Was Steinminen angeht, können wir für sie später immer noch mehr Fischer einplanen. Wir können unser Mana also voll auf die Versorgung unserer Kohle- und Eisenminen konzentrieren. Bei letzteren hilft es außerdem, dass wir mit einem Jäger starten und später problemlos einige Bögen für sie abziehen können. Das ist aber durchaus etwas kartenabhängig. Auf der WM-Karte gibt es ziemlich viele Bäume, vor allem in den Niemandsländern zwischen den Spielern. Da hatte ich eher schwache Erfahrungen mit ihnen. Bei meinen Übungen auf der WM-Karte übertraf ich mit dieser Herangehensweise direkt im ersten Anlauf meine bisherigen Ergebnisse, aber das ist leider alles andere als aussagekräftig. Zum Glück bin ich aber nicht der Einzige, der in der WM diese Strategie fährt und sie wird auch durchaus erfolgreich umgesetzt, nicht zuletzt im Spiel Nomis gegen Fortor, welches ich moderieren durfte. Zudem steht euch dadurch auch noch der Orakelzauber zur Verfügung, mit dem ihr leicht die Truppenzusammenstellung eures Gegners ausspähen und vielleicht sogar seine Türme finden könnt. Bedenkt außerdem, dass die Trojaner durchaus einen Kampf gewinnen können, indem sie zahlenmäßig unterlegen sind, da ihre Rucksackkatapultisten alle Einheiten mit Ausnahme der Bogenschützen hardcountern. Und selbst diesen können sie im Zusammenspiel mit Schwertkämpfern überlegen sein. Generell glaube ich daher, dass diese Strategie in fähigen Händen sehr mächtig sein kann, was nicht heißt, dass sie keine Nachteile hätte.
Zum einen ist zusätzliches Micromanagement erforderlich und den Einsatz des Zaubers zu verschlafen ist fatal. Wenn ihr Mana auch noch für andere Zwecke einsetzen wollt, müsst ihr außerdem immer die Versorgung eurer Minen einplanen. In der Vanilla-Version wäre aber wohlgemerkt bei etwa 13 kleinen Tempeln Schluss, da das Spiel dann nicht mehr genug Transportaufträge für die beteiligten Güter verteilt. Aber dann sprechen wir immer noch von 52 Mana pro Minute und in einer Post-Kohle-Fix-Meta ist das auch keine harte Grenze mehr. Allerdings besteht auch immer die Gefahr, dass der Ausbau eurer Mana-Produktion nicht mit den steigenden Kosten des Zaubers Schritt hält. Was man auch machen kann, baut eure erste Nahrungsproduktion normal auf, um die Sensen zu nutzen, mit denen ihr startet, baut dann aber mit Mana aus, also eine Hybridstrategie. Hier wird der Zauber etwas ineffizienter, da sich die Nahrung aus der traditionellen Produktion meist gleichmäßig auf die Minen verteilt. Gleichzeitig ist es aber auch nicht mehr so gravierend, wenn eine Mine mal nicht vom Zauber getroffen wird. In jedem Fall eine spannende Sache und um ehrlich zu sein, finde ich es schade, dass den anderen Völkern nicht wirklich ähnliche Strategien zur Verfügung stehen. Zauber wie diese sind leider im Vanilla-Spiel die Ausnahme und das, obwohl die meisten anderen durchaus mechanisch solide sind.